Hallo, liebe ZuschauerInnen. Ich bin heute in Paris, der Stadt der Mode. Im Schaufenster liegt eine wunderschöne Jeans. Doch wo kommt diese Jeans eigentlich her? Schauen wir uns eine Landkarte an. Hier ist Paris. Die Baumwolle, das Ausgangsmaterial jeder Jeans, stammt allerdings aus Samarkand in Usbekistan. Nach der Ernte wird die Baumwolle per Bahn und Schiff über Port Abbas im Iran und Mumbai nach Nagpur in Indien geliefert. Hier wird sie gesponnen, gewebt und gefärbt. Die Stoffbahnen fahren danach mit dem LKW weiter nach Dhaka in Bangladesch. Hier werden sie vernäht, ausgerüstet und veredelt. Diese Fabrik verarbeitet auch parallel südindische Baumwolle aus der Nähe von Chennai, die in Ahmedabad gesponnen, gewebt und gefärbt wird. Die fertigen Jeans gehen dann per Bahn nach Chittagong. Dort werden sie auf ein Schiff geladen und über Singapur nach Le Havre verfrachtet. Dort werden sie mit einem Binnenschiff über die Seine zu einem großen Zentrallager in der Nähe von Paris gebracht. Von diesem Lager aus werden mit Lastkraftwagen Warenhäuser in ganz Frankreich beliefert. Unsere Jeans legte von Usbekistan bis Paris eine Strecke von 27.200 Kilometer zurück. Dabei sind die Wege der angebrachten Reißverschlüsse und Knöpfe sowie Farbstoffe und die Rohmaterialien, zum Beispiel Kupfer und Zink, Bimsstein für das Stonewashing und so weiter, gar nicht berücksichtigt. Das Design der Jeans stammt übrigens aus Europa. Eine Sache ist mir aber immer noch nicht klar geworden. Wo liegt denn nun bei dieser Wertschöpfungskette das Zentrum und wo die Peripherie?